Warum gibt es eigentlich Zoos? Wie haben sich die Tiergärten in den vergangenen Jahren verändert? Und wie viele Mitarbeiter sind eigentlich in Straubing beschäftigt? Mit diesen Fragen und großen Erwartungen im Gepäck ging es am Donnerstag für 14 Schüler der Matthias-von-Flohr-Berufsschule in den Straubinger Tiergarten. Naja, ich erwarte mir schon zu erfahren, wie das hier alles so abläuft, wie die Tiere gehalten werden und generell, was die Pfleger hier so machen. Ja, zumindest einmal einen Einblick auf jeden Fall, wie es da hinter die Kulissen dann ausschaut, dass man dann mal sagt, okay, wie wird sich dann um die Tiere kümmern. Ich erwarte ziemlich viel und glaube, das wird ziemlich spannend und interessant. Und dass ziemlich spannend und interessant wird, dafür sorgte die Zoopädagogin Michaela Gauderer. Wir hatten früher, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand von euch oder euren Eltern daran erinnert, gab's ja hier, war ja das hier ein Eisbärengehege. Ja. Gell, da gab es zwei Eisbären. Genau. Und einer von den beiden. Und hier auf diesem Insel hier, da waren fünf Braunbären. Oder sechs zeitweise sogar. Also auf jeden Fall die zwei Alten, das waren Männchen und Weibchen, die sind von einer, ja, die sollten Tanzbären werden im Endeffekt. Und dann wurden sie in ganz jungen Jahren von der Schlitzerländer Tierfreiheit quasi beschlagnahmt oder gerettet oder wie man immer das nennen mag und dann hierher gebracht. Und dann haben sie hier auch Junge gekriegt und so und dann haben sie eben zusammen mit ihren Jungen auf dieser Anlage gelebt. Und so viel Platz hatten die Tiere im Straubinger Tiergarten nicht immer. Ihr dürft mal raten, wo das fotografiert wurde und wann. Ihr könnt ruhig hingehen. Das war hier bei uns im Tiergarten Straubing ungefähr in den 60er Jahren. Unten. Also da, wo das alte Luchsgehege war, jetzt ist es ja eh platt gemacht, da stand ein Bärenzwinger. So, und wie der Name schon sagt, war das jetzt eher nicht so furchtbar weit laufende Flächen. Das sieht man auch hier oder hier, das ist der alte, ein Teil von dem alten Bärenzwinger. So, und damals war einfach das Wichtigste, ein Wildtier muss gehalten werden und die Hygiene muss bewahrt bleiben, muss gewahrt bleiben. Die mussten da schnell und unkompliziert durchspritzen können. Und dann war das gut, dann war das richtig. Das war damals angemessen und üblich. Aber trotzdem, das ist gerade 50 Jahre her. 50 Jahre, in denen sich im Straubinger Tiergarten einiges getan hat. Und genau das möchte die Tierpädagogin auch bei ihren Führungen an den Mann oder die Frau bringen. Und dabei vielleicht sogar ein bisschen die Welt verbessern. Es geht darum, tatsächlich eben durch so etwas oder durch so eine Führung oder durch die Beschilderung überall, das den Leuten klar zu machen, wie eigentlich, wie fantastisch all das ist, wo wir leben. Und das ist so einzigartig. Es gibt im ganzen Weltall nichts Vergleichbares wie so ein Rothirsch. Und für uns ist das so normal, aber es darf nicht normal werden, gerade in der heutigen Zeit nicht. Wir müssen anfangen, wieder zu staunen, wieder über sowas zu lachen, über sowas sich zu wundern im Endeffekt. Mehr Wissen anzuhäufen. Hey, nur wenn du über irgendetwas Bescheid weißt, weißt du auch, wie kostbar das Ganze ist. Das, der kleine Prinz hat es so schön gesagt. Du bist verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast. Und es trifft für nichts mehr zu als für unsere heutige Zeit und für unsere heutigen Zoos. Wir müssen anfangen, unsere Erde zu lieben, damit wir sie retten können. Eine weitere Herzensangelegenheit der leidenschaftlichen Zoopädagogin ist es, bei ihren Führungen die Vorurteile von Tiergärten abzubauen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sagen so, hä, die schauen ja furchtbar aus gerade. Die sind ja total zerrupft. Die sind sicherlich schlecht gepflegt oder haben eine Hautkrankheit. Könnt ihr euch aussuchen. Nein, es ist halt Winter-Sommer-Pelz. Und die schauen tatsächlich furchtbar aus. Also ich meine, sie schauen auch im Sommer furchtbar aus. Da sind die eigentlich nackt, könnte man sagen. Und dann haben sie so ein paar Haarwussel vor oben dran. Ihr müsst euch vorstellen, ihr verliert jedes Jahr ihr komplettes Kopfhaar. Und dann sind noch so ein paar Einzelsträhnen da, wie so Opa, und dann wächst es wieder nach. Aber schön wächst es wieder nach. Und schön haben es der Meinung von Michaela Gauderer nach auch die Tiger im Straubinger Tiergarten. Dem da geht's einfach nur scheiß gut. Der hat sein Weibchen, der hat sein Essen, der hat seine Beschäftigung. Ah ja, ich war auch in Afrika dieses Jahr tatsächlich, letztes Jahr. Und ich wollte unbedingt wissen, was für eine Wirkung hat die Savanne auf mich. Wenn ich so ein Zebra sehe, das da so rumrennt. Was hat das für eine Wirkung auf mich? Bin ich jetzt auf einmal auch jemand, der sagt, naja, die armen Zoo-Zebras, die jetzt da in diesem kleinen Gehege sein müssen? Oder wie wirkt sich das auf mich aus? Und dann war ich im Krüger Nationalpark und in Toschapfanne und habe diese Zebras gesehen und habe auch die Springböcke gesehen und all das und habe das auch diese Hitze gespürt. Und ich habe mir immer nur gedacht, diese armen Schweine, überleg mal, die sind das war Ende der Trockenzeit, da ist nichts gewachsen. Mit all diesen Erlebnissen und Geschichten neigte sich die zweistündige Führung dann dem Ende zu. Und alle Fragezeichen wurden definitiv geklärt. Man hat einfach dann ein besseres Verständnis für die ganze Sache, weil normal hört man halt dann auch immer nur so halbe Sachen und jetzt
weiß man halt dann einfach mal Bescheid, dass es halt wirklich auch alles in Ordnung da drinnen ist. Die ersten Eindrücke, die man sonst so hat vom Zoo, dass die in dem Maß nicht stimmen. Und man sollte sich eigentlich selber ein Bild machen über den ganzen Zoo. Ja, die Frau Gauderer, die sieht das alles ja sehr objektiv, muss ich ehrlich sagen. Also sie betrachtet sowohl die negativen als auch die positiven Seiten und das finde ich ganz gut. Also es wird nichts beschönigt in dem Fall. Die Führung hat ihren Zweck also mehr als erfüllt. Die angehenden tiermedizinischen Fachangestellten konnten so nicht nur einiges über den Zoo und die Tiere erfahren, sondern vielleicht auch ein paar Erkenntnisse fürs Leben mitnehmen.